Hallo und willkommen zu einem weiteren Photoshop-Tutorial. Ich bin der Oliver und heute möchte ich euch mal zeigen, wie man einen Text an einen Pfad anlegt. Ich habe jetzt hier den Zeichenstift ausgewählt, klicke jetzt hier meinen Startpunkt und kann jetzt hier einfach mal eine Kurve hier erstellen. Jetzt drücke ich hier auf die A-Taste, habe hier mein Auswahlwerkzeug, womit ich jetzt hier die einzelnen Pfadpunkte auswählen kann und kann jetzt hier gegebenenfalls noch den Pfad ein bisschen schöner machen. Als nächstes nehme ich mit T das Textwerkzeug und wenn hier jetzt dieses geschwungene, diese Welle hier erscheint am Cursor, klicke ich da drauf und kann jetzt hier meinen Text hier reinschreiben. Bitte abonnieren. Ich habe zwar schon viele Videos gemacht, aber noch relativ wenig Abonnenten. Jetzt bestätige das mit dem Häkchen hier oben. Und nun kann ich noch zum Schluss hier gegebenenfalls noch in der Textpalette verschiedene Dinge ändern, wie den Zeichenabstand oder die Zeichengröße oder auch den Zeichensatz, hat man früher gesagt. Heute sagt man ja Font. Und ja, und das war es auch schon. Mit A kann ich natürlich nochmal an dem Pfad hier rummassieren. Und Photoshop wird mir also immer den Text hier wunderbar an diesem Pfad ausrichten. Okay, das war's. Wenn ihr was gelernt habt, einfach Daumen hoch und abonnieren. Und wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, freue ich mich. Tschüss.